Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier für die Boys Tas 2 vs 2 Championship. Und wir sind heute hier mit dem Team Unity, mit Muggel und Simon. Servus. Sup, sup. Auch für euch gleich die erste Frage, wie immer. Was sind eure Erwartungen, was sind eure Ziele für die Championship? Tja, also das offensichtlichste Ziel ist natürlich, die Championship zu gewinnen. Das wird wahrscheinlich eh nicht allzu schwer, weil die Gegner gibt gar keine Antwort. Und natürlich ein weiteres großes Ziel, Draghi zu besiegen. Das wäre natürlich insane wichtig, Digga. Ja, das wär's eigentlich. Das sind natürlich interessante Ziele. Das Ziel, Draghi zu besiegen, hat nicht nur euer Team, aber das werden wir dann im Laufe der Championship noch mitbekommen. Da kommen wir gleich zur weiteren Frage, zu den Gegnern. Was sind so Gegner, auf die ihr gerne treffen würdet in der Gruppenphase, auf die ihr Bock hättet? Also ich persönlich würde mich bei einem Spiel gegen den Lehman X-Ray köstlich amüsieren. Meine Wenigkeit würde gegen Draghi und gegen Marwan spielen. Okay, wie kommst du zu Marwan? Marwan kenne ich halt einfach schon extrem lang. Das wäre insane funny, wenn ich gegen ihn gewinne. Ja, mal schauen, was die Gruppenphasen aus ergibt. So eine Lobby mit euch, mit X-Fan, mit Draghi, das wäre schon, glaube ich, köstlich zum Ansehen am Ende. Das wäre absolut funny. Dann auch gleich weiter, es wird ja Ballpark gespielt. Gibt es da so eine Map, wo ihr sagen würdet, das ist so eine Map, die euch besonders gut liegt, wo ihr besonders gut spielen könnt? Also in der Qualifikation war Sneaky Fields immer sehr angenehm zu spielen, aber das weiß man ja nicht ganz genau, wie halt die Comps sind, die ausgesucht werden. Da kann es auch sein, dass andere Maps dann besser sind, aber aktuell würde ich Sneaky Fields sagen. Kumpel drauf an, welche Brawler wir spielen müssen. Das natürlich auf jeden Fall, ja, da kann man natürlich nie genau vorhersehen, aber es gibt meistens trotzdem nur so Maps, wo man sagt, da fühlt man sich auf jeden Fall wohler als hier auf anderen. Ja, dann auch gleich zur nächsten Frage. Welche Teams gibt es so, wo ihr sagen würdet, die gehören auf jeden Fall zu den besseren, zu den Teams, die man auch zu den Favoriten dazu zählen kann? Also neben uns sind, glaube ich, noch Muggel und Simon bei den Favoriten dabei. Ja, da stimme mir Simon absolut zu. So ein Ziel gehört eigentlich keine Bedrohung dabei, muss ich sagen. Also auch Donner und Joker sagt ja ganz leicht zu besiegen. Ah, die haben alles absolute Bots, Junge, what the fuck. Okay, ja, gute Worte. Ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt auf euch zwei, wie ihr euch in den Schlag werdet. Solltet ihr in der Gruppenphase rausfliegen, werde ich das Interview nochmal hochladen und dann werden wir uns das gemeinsam nochmal ansehen. Seid ihr dabei? Genau so, Digga. Perfekt. Ja, dann gleich zum Abschluss, Muggel. Kommen wir auch zur Gruppenphase zu sprechen. Gruppenphase der 1-1 Championship. Da bist du ausgeschieden. Was sagst du dazu? Ja, gut, ne? Also, damals war natürlich so, dass meine rechte Hand gebrochen war. Da habe ich natürlich mit meiner linken Hand und meinem rechten Fuß spielen müssen, was natürlich schon ein großer Nachteil gegenüber jetzt die anderen Kandidaten war. Daraufhin dementsprechend meine Leistung. Wären meine beiden Hände voll einsatzfähig gewesen, wäre das natürlich ein klarer Sieg gewesen. Also, da habe ich ja damals keine Gegner gesehen. Das heißt, auch dieses Mal bei der 22. Championship sagt ihr keine Gegner, ihr werdet das einfach gewinnen. Auf jeden Fall, ja, absolut free class. Okay, gut, dann danke, dass ihr Zeit hattet fürs Interview und ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg für die Championship. Danke. Vielen Dank.